Bin mal gespannt, wo es mich in dieser Woche hinführt. Keine Ahnung, wie ich zurückkomme nach Hamburg. Keine Ahnung. Stehe hier im Ahrtal und von hier aus startet jetzt meine erste kleine Radreise mal wieder. 2024. Eine Woche habe ich Zeit und wie ich hierher gekommen bin, was noch vorher passiert ist, zeige ich euch jetzt. Moin Leute, wir starten jetzt auch. Es ist 9:30 Uhr, oder? Es ist jetzt kurz nach 10 und starten voll durch und hoffen, dass wir gegen 15, 16 Uhr da sind. Nonstop, aber entspannt sind wir ohne Pause durchgefahren und waren ja schon nach knapp 5 Stunden, eine Stunde früher als gedacht, im Ahrtal. Unsere Gastgeber Maike und Christian in Dümpelfeld haben hingabungsvoll alles Überlebenswichtige vorbereitet. Der Abend wurde natürlich noch sehr lang, aber an Ausschlafen war nicht zu denken, denn um 7.30 Uhr ging es mit dem Auto schon hoch zum Nürburgring. Nicht Rock am Ring, sondern nach dem Motto, die Electric Devils rocken Rad am Ring. Das touristische E-Bike-Tourenfahren auf der Nordschleife beginnt schon um 9 Uhr und schon um 12 Uhr muss für das 150 Kilometer Jedermannrennen die Strecke wieder frei sein. Deswegen wollten wir pünktlich um 9 Uhr am Start sein, ja, um uns die Option offen zu halten, ja, eventuell mehrere Runden fahren zu können. Während Harry seinen Filmwinkel mit feinster Aufnahmetechnik vollgepackt hat, ja, alles vom Feinsten her, hat er dennoch den Strömungswiderstandskoeffizienten stets im Blick gehabt. Achte auf die stromlinienförmigen Pedale. Oh, hier. Kannst du klappen. Besser als, dass man die knicken kann. Ja. Meine Strategie, Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, war eine ganz andere. Und zwar für Abtrieb zu sorgen. Dass dies beim Fahrrad völliger Blödsinn ist, liegt natürlich auf der Hand. Meinen kleinen Urlaub starte ich hier am Nürburgring. Genau, und die Zuschauer sind auf dem Weg raus. Das ist auch die hießen sie noch. Mit Spoiler. Der wird, genau. Klassentreffen. Für euch. Für die Ausfahrt. Viel Spaß draußen auf der Nordschleife. Genießt den Kurs. Sogar ohne Zeitdruck. Abos Zeitdruck. Wir haben gleich ganz andere. Geil, dann werden wir sogar schon nach der Band. Ja. Kids Race. Das ist cool. Und da beginnt es gleich. So, jetzt geht's auf die Nordschleife. Cool. Mittreten ist bei dieser Geschwindigkeit nicht mehr möglich. Mit Masse und einer möglichst kleinen Stirnfläche hat man die besten Chancen, Topspeed zu erreichen. Na, Peter hat mich doch glatt überholt. Wegen des Spoilers konnte ich mich leider nicht auf den Gepäckträger setzen. Die hohe 8 ist ganz schön. Ich glaube, hat 12% Steigerung hier oder 11. Eieiei. So, machen wir mal ein Päuschen hier. Hier, das ist der Christian, unser Gastgeber auf dem Campingplatz. Hallo. Hi. Erster Mal Anstieg geschafft. Ja, ja, schauen wir mal, genau, ob wir eine zweite Runde vielleicht noch fahren. So, erstmal aufhören. 85. Bitte schön. Ich habe mir gerade mal beim Verpflegungskosten hier ein paar Riegel gekauft. Hier ein Obstriegel, ja, Wasser und Dextro. Gegengewichte brauche ich noch.
Boah, da geht's runter, ey. Ja, Swobo hat mich inzwischen auch eingeholt. Er hat ja fast das gleiche Rad wie ich. Nur 11 Gang. Ist, glaube ich, Baujahr 21, ne? Modell 21. Ich habe ja das noch aus 2020. So, jetzt sind wir gleich durch mit der Runde. Hörst du auf, Peter? Fährst du eine Runde? Ja, ich habe eine Feier noch. Ja, ich bleibe auch hier. Ich habe nur noch 35% Akku. Ich frage mich, wo der Strom hin ist. Ich hatte zwar noch 82%, erwarten jetzt. 69. 80% erwarten wir. Ist komisch. Wie, was bist du gefahren? Welchen Modus? Turbo. Turbo. Ich will mal Turbo. Sag mal, was für ein Akku habe ich denn da drin? Habe ich überhaupt einen drin? So, wir sind jetzt eine Runde durch. Ich habe komischerweise nur noch 35% auf meinem Akku. Swobo und ein paar andere sind jetzt, fahren noch mal die Runde durch. Aber mir reicht, das ist auch tierisch warm. Ne? Wir haben ja über 32 Grad, glaube ich. Ja. Aber die Devils halten zusammen hier. Auf jeden Fall. Ja. Markus fährt. Bis später. Ja. Das Krankenwagen ist schon das zweite Mal unterwegs. Jetzt ging es erstmal in die Boxengasse, denn das Bier in meiner Clickfix-Kiste war bei den Temperaturen nicht mehr genießbar. Ich hätte jetzt vermutet, dass die Bevölkerung in der Eifel rund um den Nürburgring von dem Lärm nur genervt sein muss. Offenbar ist ganz das Gegenteil der Fall, wie hier zum Beispiel das Tattoo von Boris zeigt. Während die Devils zu einem Klassenfoto auf der Bühne Platz genommen haben, habe ich noch schnell den YouTube-Kollegen Michael vom Kanal Reingetreten begrüßt. Hi, Matthias. Gegen 2 ging es auch schon wieder zurück ins Basecamp nach Dübbelfeld. Am Abend haben wir uns dann zum Essen im Gasthaus Stohe wieder zusammengefunden. Dort konnten wir auch direkt zu Fuß rüberlaufen. Das Wetter passte und das Essen war lecker. Leider sind am Abend die meisten schon abgereist, wahrscheinlich weil starkes Gewitter vorhergesagt wurde. Und aus Rücksicht auf mein trockenes Zelt habe ich dann auch besser im Partykeller übernachtet. Ja, endlich bin ich losgekommen. Keine Minute von hier wohnen die beiden, Julia und Christian. Die haben uns so super gut beherbergt und bewirtschaftet. Bin echt noch aus dem Häuschen und ja, bin jetzt froh, dass ich jetzt hier um 23:30, ja, ist ein bisschen später geworden. Wir haben noch gemütlich gefrühstückt und ja, war nett. Wir haben uns auch verabschiedet. Ich habe meine Sachen noch gepackt und das ist noch alles nicht so ganz optimal, wird sich aber noch während der Tour irgendwie einschleifen und verdichten, schätze ich mal. Dann geht's los, Kilometer Null. Herrlich, endlich wieder auf Tour. Ja, wir saßen gestern Abend auch noch länger zusammen. War Sebastian dabei, auch jemand von den Electric Devils. Der hatte hier damals auch mit schwerem Gerät hier eine Woche, meine ich, auch mitgeholfen. Hat spannende Geschichten erzählt. Tschüss, Dümpelfeld. Ich stehe kurz vor der Vollendung meiner 20.000 Kilometer. Das sind noch 150 Kilometer. Die werde ich wahrscheinlich dann morgen erreichen. Ja, werde dann aber kein Video gleich vor Ort machen mit meinen 20.000 Kilometern, die ich angekündigt hatte. Schwül, wir hatten ja gestern über 32 Grad. Heute Nacht hat es etwas geregnet, zum Glück ein bisschen ausgekühlt. Ja, kaum losgefahren, wie viel? 2,2 Kilometer. Und es fängt an zu regnen.
Aber ist egal, ist total schwül. So ein bisschen Wasser von oben schadet nicht. Dass ich hier im Altal lande, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe den Nürburgring überhaupt nicht mit der Gegend hier in Verbindung gebracht. Aber ja, so lernt man einfach das Land auch kennen. Ja, ich bin ja hier zum Nürburgring gekommen, um von hier aus zu starten, irgendwie in Richtung Holland. Ich wollte tatsächlich mal nach Utrecht mir das Fahrradparkhaus angucken und einfach auf Radwegen fahren, wo man das Gefühl hat, da ist man willkommen und nicht so wie in Deutschland. Nee, lass mal das Thema. Es ist super schön hier. Ist schon so ein bisschen wie an der Donau, das Gefühl. Ich bin mal gespannt, wo es mich in dieser Woche hinführt. Keine Ahnung, wie ich zurückkomme nach Hamburg. Keine Ahnung. Also, bis Hamburg wieder zurückfahren, das schaffe ich aber derzeit nicht. Will ich auch gar nicht. Dazu müsste ich ja praktisch von Emden oder so quer rüber Richtung Hamburg. Da wäre ich alleine ja schon 3 Tage unterwegs. Dazu fehlt mir einfach die Zeit. Ja, der Abschnitt erinnert mich hier total an den oberen Neckarradweg. Zwischen Tübingen und Rottweil ist es etwa ja, genauso breit und genauso hoch die Berge. Nee, wobei etwas hügeliger doch. Abwarten, ich fahre heute auch noch den Bodensee-Königssee-Radweg. Ich weiß gar nicht, wo ich langfahren muss, weil ich abbiegen muss. Ich will jetzt erstmal Richtung Euskirchen fahren. Ja, ich bin jetzt in Schuld und hier haben sie eine Ersatzbrücke gebaut. Ja, schon heftig, aber sie steht noch. Hier die Behelfsbrücke. Ich finde, sowas muss man unbedingt erhalten. Die haben natürlich mit diesen engen Pfeilern Probleme mit dem Treibgut. Ja, da wird es natürlich nicht besser sein. Ja, schön. Muss man nach meinem Tracklink mal gucken. Ja, hier sieht man aber die Brücke von oben. Oder die Brücken. Auch hier wieder so eine schöne Steinbrücke. Ah, hier muss man ein kleines Stück an der Landstraße entlang fahren. Jetzt geht es aber schon wieder rechts. Und es ist wirklich super ausgeschildert hier. Ich habe gar kein Navi an jetzt. Ich bin jetzt durch Schuld durch, also ich bin schuldlos und ich bin schuldlos. Ja, nee, war Schuld, war schön. Nee, jetzt fahre ich jetzt hier die, jetzt, ich habe eine Route geplant, wie weiß ich gar nicht, 600, 700 Kilometer, ob ich die jetzt durchfahre, werde ich wahrscheinlich nicht. Zumindest ist das die größte Steigung auf meiner gesamten Tour. Ich schätze mal, es sind 3%, die sie hochgeht. Die fahre ich sogar im Eco-Modus, selbst ich, ja. Ja, wollte ich nur kurz mal einwerfen. Die nächstgrößere Stadt ist dann Bad Münstereifel. Ich kenne den Ort nicht, soll sehr schön sein. 17 Kilometer von hier aus. Ja, die Steigung zieht sich ganz schön hin. Das sind schon jetzt ein paar Kilometer. Und da ist auch überhaupt kein Bänkle. Aber es ist halt wie es ist. Da muss ich halt durch. Oh, hier geht es schon ein bisschen hoch. Ja. Ist nicht viel. Aber ich fahre hier im zweiten Gang. Ja. Tourmodus. Ja, hier habt ihr wahrscheinlich alle jetzt Automatik. Dürfte nicht mehr so lange dauern. Hier in der Barke sieht man vielleicht die Steigung. Ich bin oben, Gott sei Dank. Und jetzt kommt ein Trecker entgegen. So, dass man mich kaum versteht. Ja, hier gibt es auch eine Wasserscheide. Ja, keine Ahnung. Ah, Donau, Donau-Rhein. Main, Rhein, Scheide, keine Ahnung. Ja, jetzt geht es erstmal wieder runter und Richtung Bad Münstereifel. Ah. Jetzt geht's runter. Hei, hei, hei. Ja, endlich. Ach.
das kühlt jetzt schön, der Schweiß. Sehr geil. Ja, wie auf dem Nürburgring gestern. Oh, ich habe jetzt 60 Stundenkilometer drauf, fahre mit einer Hand. Oh Gott, nee. Ja, und die nasse Straße kühlt hier schön von unten. Geil. So, ich habe gerade mal hier in dem Rastplatz angehalten. In der Hoffnung, dass es eine Bänkle gibt. Oh, hier gibt es keine Bänkle. Mann, ich muss ja rumschreien hier für jemanden, der mich vorbeifahren sieht. Durch den Fahrtwind hört man ja nichts. Ja, ich trinke mal einen Schluck Wasser und nehme mal ein bisschen Magnesium, weil das waren jetzt bestimmt 12 Kilometer bergauf. Ich hatte gestern Abend schon etwas Krämpfe beim Essen nach dem Nürburgring. Ja, da mische ich mir hier noch hier sowas rein. Das hatte mir ein Zuschauer zugeschickt. Vielen Dank. Ich glaube, das war Freizeitpirat, der mir auch diese Flaschen zugeschickt hatte. Ja, ist der offizielle Radweg hier. Sehr geil. Blankenheimer Weg. So. Schön. Ach, ist gut, dass es heute Nacht geregnet hat. Wäre heute nicht zu ertragen, glaube ich. Ja, für mich wird sich die Landschaft wahrscheinlich bald ändern. Und es wird flacher werden. Ups. Euskirchen 16, Bad Münstereifel 1,4. Bänkle. Oh. Dankeschön. Das ist ja kuschelig hier. Von Absteigen war nicht die Rede hier. Ich stehe jetzt vorm Heisterbacher Tor. Eigentlich wollte ich jetzt mit aufs Bild vor dem Tor, aber ich konnte das Fahrrad nicht halten, weil es so abschüssig ist. Ja, ich laufe mal ein bisschen durch die Altstadt. Das ist schon ein beschauliches Örtchen und alles top gepflegt. Aber ein ganz anderes Bild bot sich dem Buchhändler Josef Mütter am 14. Juli 2021, als er aus diesem Fenster seiner Buchhandlung diese Aufnahmen machte. Es ist erschreckend zu sehen, wie schnell die Flut innerhalb weniger Minuten gestiegen ist. Die Schäden an dem 500 Jahre alten Gemäuer waren tiefgreifend. Unterstützt gerne die Buchhandlung Mütters. Dort kann man übrigens auch Bücher rund ums Radfahren bestellen. Ja, ich wollte hier einmal durch den Ort durch, aber es ging ja wenig weiter. Das war auch so voll und ja, bin ich wieder zurück. Den Schildern gefolgt Richtung Euskirchen. Jetzt stehe ich wieder an dem Tor. Ja, und jetzt folge ich mal diesem Radweg hier. Nee, im Ernst, ich glaube, das geht hier direkt durch die Kirmes durch. Ich werde mich mal da durchquälen. So. Jetzt an dem Schießstand vorbei. Dann habe ich das geschafft hier. Oh. Ja, ich komme mal nochmal Genuss von Hochalpinen hier, bevor es ins komplette Flachland geht. Ja, da hinten braut sich echt was zusammen. Jo, ich glaube nicht, wie schwül das ist. Ich glaube 28 Grad, echt eine drückende Hitze. Und das Wasser ist mal wieder alle, schon einen ganzen Liter weggetrunken. Und in Bad Münstereifel habe ich nichts zu trinken gefunden. Aber ich war mir auch zu doof. Ja, Euskirchen werde ich auslassen. Ich werde mich gleich etwas an dem Eurovelo, ach, schieß mich tot, irgendwie orientieren. Oh Mann, hier ist wie hoch hier. Und dann schauen wir weiter.
Ich glaube, ich habe mich verfahren und bin auf dem Bodensee-Königssee-Radweg gelandet. Für eine Steigung passt das. Ja, die Kühe sind ja, auch so. Hm? Ähnlich aus. Jetzt bin ich wieder auf einem ausgestatteten Radweg Richtung Antweiler. Ja. Die einzigen Räder, die ich hier sehe, die sehe ich auf Gepäckträger von Autos oder vor irgendwelchen Restaurants. Vielleicht ist es einfach auch zu heiß heute. Ach Scheiße. Verfahren, verquatschen. Hab noch eine kleine Notreserve Wasser gefunden. Und etwas Schatten. Lutz schrieb mich gerade an und fragte, wie es läuft. Ja, super. Keine Ahnung, was ich falsch mache. So, ich versuche mal hier mein Glück, ob ich hier Wasser finde. Bestimmt. Ah, doch, da hinten. Nehmen wir doch mal die Flasche mit, oder? Dieses Pulverchen hat mir nicht so geschmeckt. Schmeckte nach Himbeere, aber irgendwie so einen komischen Beigeschmack gehabt. Ja, das passt schon. Fahrrad im Blick. Oh. Oh, geil. So, ich muss mal irgendwie Kilometer machen. Bis 35 Kilometer drauf. Oh, ist schon 10 vor 3. Ja, während andere schönen Urlaub machen am Pool in Ägypten oder auf dem Kreuzfahrtschiff in Norwegen. Ich fahre mit dem Fahrrad über den Acker. Das ist ja der Weg, den mir Osman vorgeschlagen hat. Ich hatte das Gefühl, das lief schon mal alles besser. Keine Ahnung. Ja, ist so. Aber schön. Und das Wetter ist ja auch geil. Es war schwül, aber es macht mit. Und es regnet nicht. Das ist die Hauptsache. Aber hier gibt es sogar, ne? Bänkle. Schön, was habe ich wieder? Ich werde einfach mal die Luft genießen und die Ruhe. Und hinter dieser Bank gibt es direkt ein Naturschutzgebiet. Sieht aus wie eine Sandkuhle, Grube. Und Brombeeren gibt's. Oh. Beschissener kann es nicht laufen. Keine Ahnung, was heute los ist. Ja, ich habe ja einfach grob eine Route eingezeichnet und vorhin habe ich entschieden, einen kleinen Schlenker auszulassen und habe direkt, ja, ich wollte einfach Euskirchen umfahren und habe einen Punkt auf der Eurovelo 13 oder was auch immer angeklickt und der führt mich jetzt dort direkt hin. Direkt. Funktioniert scheinbar nicht immer. Ja, muss man irgendwie außen rumfahren jetzt wieder. So ist es. Hier heißt es rechts abbiegen auf die Panzerstraße. Rechts abbiegen auf die Panzerstraße. Ja, so sieht sie auch aus. So, links abbiegen. Wie soll das hier gehen? Ach, tatsächlich, da ist ein Weg. Jo. Läuft doch. Ja, jetzt scheine ich doch etwas Ruhe zu haben vor irgendwelchen Navigationsanweisungen. Aber ich würde gerne noch ein paar Kilometer machen. Bin jetzt bei 44,8. Also 60 wären ganz gut für den halben Tag heute.
Ja, ich sollte gerade rechts abbiegen. Hier gab es aber nicht mal einen Trampelpfad. Da war so schön dargestellt auf der Karte. Ich habe dann den Bereich gesperrt und werde jetzt hier auf der Landstraße weitergeführt. Ja, ich habe mir einen Campingplatz ausgesucht in der Nähe von Düren und den werde ich jetzt ansteuern. Wie gesagt, 14,4 Kilometer noch. Oh, ich bin gerade von da gekommen. Ihr habt glücklicherweise einen Radweg entdeckt. Da war noch ein Kreisel ohne Radfahrspuren. So, jetzt geht's offensichtlich da drüben weiter. Jetzt kommen da die Autos um die Ecke geschossen. Ich bin echt nicht schissig, aber sicher ist das hier überhaupt nicht. Also es ist echt gefährliche Situation. Und das ist alles neu gemacht. Hallo? Und das ist auch ein Grund, wieso ich mir das in den Niederlanden... Oh, da kommt wieder einer. Mir das mal angucken will. Ja, guck mal hier. Das ist der Radweg. Also manchmal denke ich hier, Leute, macht doch mal endlich auf. Hier alles nagelneu. Steuergelder werden da reingepumpt. Und dann heißt das immer, die Radfahrer ja, sollen auch mal Steuern zahlen. Ja, ich würde gerne auch von meinen Autosteuern hier ein bisschen was abgeben, die ich auch bezahle. Ja? Jetzt habe ich doch noch einen Gehweg auf deiner Straßenseite gefunden. Das ist ein Gehweg. Die letzten anderthalb Kilometer bis zum Campingplatz. Ich hoffe, der nimmt mich auf. Ich habe jetzt nicht angerufen. Soll an so einem Badesee liegen. Ich habe noch 5% Akku. Ja, ich bin noch immerhin 77,4 Kilometer jetzt gefahren. Also werden das 79. Ja, so viel hatte ich gar nicht vor. Ich wollte schon 60 schaffen, aber ja, ist doch klasse. Jetzt geradeaus, ja. Ja, ich habe ja noch den anderen Akku dabei. Ich fahre wieder mit beiden auf vor die Niederlande. Ja gut, ich hatte heute auch viel Gegenwind, muss ich sagen. Ich bin schlechte Wegstrecken gefahren. Also war alles dabei heute. Landstraße. Ja, trotzdem ist das nicht viel, ne? Ja, okay, ich bin auch im EMTB-Modus gefahren. Jetzt fahre ich im Tour-Modus. Eco war auch dabei heute. Ja. Aber Gegenwind, doch, der ist recht heftig heute. Auch der letzte Kilometer ist auch noch etwas beschwerlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier ein Campingplatz sein soll. Und das sieht auch nicht gerade nach einem Badesee aus hier. Oh, Motor ist ausgegangen. Ich fahre den Rest jetzt manuell. Kein Bock jetzt den Akku zu wechseln. Oh doch, scheint doch ein Badesee zu sein. Abbiegen auf die Campingstraße, dann nach 30 Metern rechts einordnen. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Ah, dann muss ich beim Restaurant melden. Okay, dann muss ich wieder zurückfahren. Aber da steht mein Fahrrad weit weg. Das heißt, ich muss hier wieder zurück. Das liegt auf so einem Steg, also kann ich das Fahrrad gleich mitnehmen. Doof. Okay, also kann man doch mit reinnehmen hier. So. Badesee, darf man nicht filmen. Oh, mit Biergarten, super. Ich bin jetzt gerade reingegangen, rausgegangen, habe mich draußen hingesetzt und habe eine Currywurst mit Pommes gegessen und Bier getrunken. Leider darf ich nicht auf den Platz. Das wäre hier mein Campingplatz gewesen. Die Behörde hat wohl den Platz gesperrt wegen blauer Algen. Und ja, man sieht auch, es sind keine Badegäste da. Ich darf hier nicht übernachten. Mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil wäre es jetzt kein Problem, aber habe ich nun mal nicht dabei. Ja, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, wild zu campen, weil hier in der Nähe überhaupt keine Campingplätze sind. Aber ich habe Kontakt nochmal mit Harry aufgenommen. Harry Radelt, kennt ihr sicher. Und hat mir eine Lösung vorgeschlagen. Ja, ich wäre so gerne auf diesem Platz hier geblieben. So eine Riesenwiese. Ach, ich weiß nicht, ob sie vielleicht doch keinen Bock hatten. Ich muss echt nochmal recherchieren, ob es tatsächlich da Auflagen gibt. Aber ich nehme ja schon an, sonst hätte es zumindest Badegäste gegeben. Ja, schade. Ja, ich bin eigentlich immer ganz gerne unabhängig. Aber andererseits ist auch toll, wenn es so ein Netzwerk gibt. Ja, es sind gerade mal 2,5 Kilometer bis zu den Weiden. Toll. Da komme ich schon dran vorbei. Passt schon.
Hier habe ich erzählt, wo ich gelandet bin. Hinterher habe ich dann auch gemerkt, dass das Mikrofon überhaupt nicht eingeschaltet war und habe dann beschlossen, am nächsten Tag auf meiner Tour das nochmal zu erzählen. Also bleibt dran und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Euer Matthias.